keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen, kleinen und kurzen Video, in dem es um den Patch 7.3 Release geht, denn Blizzard hat in der Eröffnungszeremonie auf der Gamescom 2017 nun bekannt gegeben, dass es am 30. August 2017 soweit sein wird. Bereits in der kommenden Woche, also am kommenden Mittwoch, können wir Patch 7.3 spielen bzw. nach Argus reisen. Auf Argus selber erwarten uns sehr viele verschiedene Dinge, wie beispielsweise drei neue Gebiete, die nach und nach freigeschaltet werden, eine neue Instanz, der Sitz des Triumvirats, der Netherlicht-Tiegel für das Aufwerten der Artefaktrelikte, Invasionsrisse, davon natürlich kleinere und auch größere mit den entsprechenden Worldbossen und vieles mehr. Neue Dinge wurden jetzt leider auf der Gamescom nicht genannt von dem Game Director Ion Hasikostas, außer natürlich das Release-Datum, welches bisher noch nicht offiziell bekannt war, aber es war ja bekannt, dass der Patch in der nächsten Zeit erscheinen wird. Ansonsten wurde eigentlich nur sehr viel Gameplay gezeigt, beziehungsweise es wurde über die Story gesprochen, wieso wir überhaupt nach Argus reisen und natürlich die verschiedenen Features präsentiert. Während der Eröffnungszeremonie wurden auch noch andere Spiele von Blizzard behandelt, wie zum Beispiel Overwatch, Heroes of the Storm oder Hearthstone. Dementsprechend kann man sich auch denken, dass die Entwickler keine neue Erweiterung angekündigt haben. Dahingehend gibt es keine Informationen, vielleicht dann erst auf der BlizzCon. Kommen wir aber nochmal zu Patch 7.3. Was man nicht vergessen darf, ist, dass dieser Patch nach und nach freigeschaltet wird. Zwar können wir ab dem 30. August nach Argus reisen, allerdings nur in das erste Gebiet Krokun und in die Antorische Ödnis, also es stehen nur zwei von drei Gebieten zur Verfügung und auch nur ein Teil der Hauptgeschichte. Genauso werden weitere essentielle Features wie zum Beispiel der Netherlicht-Tiegel oder die Instanz erst in Woche 3 freigeschaltet. Weitere Informationen dazu findet ihr bei uns im Zeitplan, diesen haben wir ja einmal in Videoform bei uns auf dem YouTube-Kanal und natürlich auch nochmal in schriftlicher Form bei uns auf der Seite. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.